Ich mache jetzt Judo, seitdem ich 3 bin. Das heißt, ich bin jetzt 14, das heißt ungefähr 11 Jahre. Allgemein würde ich sagen, es ist eine japanische Kampfsportart. Und übersetzt heißt es ja mäßig so viel wie Übernahme des Gegners, also ohne Kraft. Das heißt, du übernimmst die Kraft deines Gegners, um ihn quasi zu Boden zu bringen. Und ich würde sagen, es ist ein guter Freizeitsport. Auch gut, wenn es jetzt in der Ernstsituation soweit dazu kommen sollte, ist es auch gut anzuwenden. Und ich würde auch sagen, es ist jetzt von der Anwendung her nicht die schwerste Kampfsportart. Also es ist leicht zu lernen. Ja, am meisten Spaß macht natürlich die Wettkämpfe, auch wenn es jetzt im letzten Jahr etwas schwieriger aussah. Aber das Training macht auch Spaß. Natürlich muss man da immer aufpassen, gerade wenn man seine Freunde auch in seinem Verein drin hat, dass man denen nicht wehtut und so, da ist immer so ein bisschen noch die Hemmung drin. Aber ich würde sagen, den größten Reiz macht dann die Wettkampfsituation, wenn dann alle Eltern zugucken und man dann da quasi vor allen Leuten steht und da einfach für Fünfzig kämpft. Es gibt ja in Karate oder eigentlich in fast jeder Kampfsportart, wo man was Anzugähnliches trägt, sage ich jetzt mal, gibt es ja dieses Gürtelsystem. So, da fängst du eigentlich in, glaube ich, jeder Sportart mit einem weißen Gürtel an. Im Judo geht es dann weiter mit weiß-gelb, das ist ja quasi der Zwischengrad, die gibt es noch nicht immer. Ich weiß nicht, wann das eingeführt wurde, aber irgendwann wurde es eingeführt. Das heißt, du hast dann quasi die Zwischengrade, dass du halt mehrere Prüfungen hast. Also weiß, weiß-gelb, dann gibt es gelb, dann gelb-orange. Orange, orange, grün, grün, dann blau, da gibt es keine Zwischenstufe, dann braun und dann halt ein paar Mal schwarz und dann gibt es zum Schluss noch rot-weiß und noch ganz der letzte Zehntel dann ist dann rot, aber das Ganze dann nur noch verliehen bekommen. Das heißt, da gibt es dann keine Prüfungen für, aber natürlich ist es einfach so, um die quasi wie Schulklassen. Das heißt, jeden Gürtel gibt es neue Techniken, die du da lernst, das mache ich jetzt mein ganzes Leben, was wäre ich jetzt quasi ohne diesen Sport? Deswegen, das zeichnet mich. Deswegen denke ich nicht ans Aufhören.